bin bei den Delegierten im Landesverband Saarland. Bei mir sind Markus Tressel aus dem Kreisverband Saar-Louis und Tina Schöpfer aus dem Kreisverband Neunkirchen, beide eben aus demselben Landesverband wie Simone Peter. Wie schätzen Sie das Wahlergebnis ein? Also ich glaube, das ist ein Wahlergebnis, mit dem wir leben können. Es ist das Salz in der Suppe der Demokratie, dass mehrere Leute antreten für eine Position. Das ist heute bei uns hier passiert. Insofern ist das ein Wahlergebnis, das eben abbildet, dass es zwei Kandidatinnen gab, die für dieses Amt kandidiert haben. Insofern ist das ein Ergebnis, das schon okay ist. Simone Peter hat ein bisschen an Zustimmung verloren. Das kann natürlich auch daran liegen, dass es diesmal die Gegenkandidatin gab, während Cem Özdemir zugelegt hat. Steht das stellvertretend für die Richtung, in die die Grüne wandern, dass sie sich mehr der Realpolitik widmen? Ja, da muss man jetzt mal abwarten. Ich denke, wir haben jetzt ein gutes Team gewählt und ich denke, die Grünen haben immer dafür gestanden, dass es eben beide Richtungen gab, dass es eben die linke Richtung gab, dass es die Realo-Richtung gab. Und dass wir eben die Doppelspitze haben, zeigt aber auch, wir arbeiten da gut zusammen. Und ich denke, wir haben heute auch schon und gestern viele besondere Beschlüsse zusammengefasst. Und ich glaube, jetzt sind wir gut aufgestellt, auch für die nächsten Wahlen, die anstehen. Bei der Vorstellung von Cem Özdemir zur Wahl gab es eine sehr provokative Frage der Grünen Jugend, warum er eigentlich nicht bei der CDU ist, die er nicht direkt beantwortet hat, sondern gesagt hat, er streitet sich gerne. Wie schätzen Sie das ein? Also das ist natürlich eine unsinnige Frage. Ich glaube, wir wissen alle, wofür unsere Bundesvorsitzenden stehen. Das sind grüne Positionen. Da gibt es immer auch mal Diskussionen, in welche Richtung tendiert man. Dass man jetzt gesagt hat, Frau Merkel wäre auf unserem Parteitag besser aufgehoben gewesen als bei der CSU. Das heißt aber nicht, dass unser Bundesvorsitzender in irgendeiner Weise CDU oder CSU-Position vertritt. Ich glaube, das war mehr Provokation als ernst gemeinte Zwischenfrage. Das zeigt aber auch, dass wir immer auch uns im Austausch befinden über die Positionen. Das heißt aber auch, man kann sowas in dieser Partei sagen und das ist auch gut so. Simone Peter ist natürlich eher der linke Flügel. Ist es manchmal Fluch oder Segen, dass die Bundesvorsitzende auch so nah im Landesverband, dass man so nah zusammenarbeitet? Nee, ich denke, das ist immer spannend, zusammenzuarbeiten. Und ich habe ja eben schon gesagt, es gibt diese beiden Flügel. Aber ich denke, das macht es auch aus, dass wir Grünen zusammenarbeiten, auch bei so einer wichtigen Frage wie der Flüchtlingspolitik, uns nicht auseinanderdividieren lassen, sondern sagen, wir arbeiten an der Sache. Und klar tendieren die einen eher in die Richtung, die anderen in die andere. Aber ich denke, wir haben gerade auf diesem Parteitag sehr besondere gemeinsame Beschlüsse gefasst, auf die man jetzt auch stolz sein kann, mit denen man jetzt gut rausgehen kann. Was sind Ihnen die wichtigsten Punkte, die jetzt als allererstes angegangen werden müssen? Welche Themen? Also ich glaube, wir müssen jetzt in der Flüchtlingsdebatte nach vorne denken. Das heißt, wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen. Das ist das Thema Integration. Das muss jetzt in den Vordergrund. Das heißt, wir kommen jetzt aus dieser Phase der Nothilfe raus in die Frage, wie integrieren wir diese Menschen in unsere Gesellschaft. Ich glaube, dass das ein Thema ist, das außerordentlich wichtig wird in den kommenden Wochen. Aber auch die Frage, wie gehen wir mit den Folgen von Paris um, mit den Fragen Terrorismus, was bedeutet das für unsere Gesellschaft vor dem Hintergrund, was bedeutet das auch für unsere individuelle Freiheit. Ich glaube, das sind die zwei Themen, die vorrangig sind in den kommenden Wochen. Aber über all dem schweben natürlich auch Fragen, wo entwickeln wir uns ökonomisch hin? Das wird morgen auf der Tagesordnung stehen. Und andere wichtige Fragen, jetzt vor dem Hintergrund des Klimagipfels in Paris, natürlich auch das Thema Klimakrise. Ich glaube, wir haben ein ganz großes Bündel an Hausaufgaben bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Und das werden wir jetzt engagiert angehen müssen. Vielen Dank an Sie beide. Danke.